Das schmeckt so, wie wenn du im Kino Nachos mit Käsedip isst und die schon ein bisschen länger da rumstehen. So schmeckt es. Klingt ja super. Und dann auch noch hier unten drin. Boah, sorry. Da bin ich raus. Tut mir leid. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe, verkackt. Was ist? Ich hab's voll verkackt. Du hast es verkackt? Komplett. Ich habe einfach so gemacht. Da machen wir nochmal von vorne, würde ich sagen, oder? Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, euch geht es... Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Gut. Warte ganz kurz. Fast so lustig wie der Bärenprank. Wie der Bärenprank. Leute, gestern der Bärenprank, Alter, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, das war ja das Allerheftigste. Ich mache hier kurz die Kaffeemaschine aus, die macht nämlich Nebengeräusche. Ist aus. Ach ja. Digga, was ist mit dir? Leute, was geht? Heute haben wir Folgendes vor. Und zwar... Mach doch jetzt dieses Video! Ich wollte dich tunneln. Ich hab nix. Und zwar habe ich mal nachgeschaut. Ich habe vor 3 Monaten 2 Videos gebracht. Was machst du? Auf jeden Fall kamen da Videos, neue Fastfood-Trends von McDonald's oder so. Und ich warte ja immer drauf, dass wieder was Neues kommt. Zu dieser Zeit haben die richtig was rausgehauen, aber da kam nichts. Dann ist mir die Idee gekommen, ey, guck doch mal bei Burger King. Und die haben echt ein paar neue Sachen. Irgendwie sowas mit Avocado und so. Und da habe ich gedacht, ey, das ist auf jeden Fall ein Video wert. Deswegen haben wir gerade Mittag. Ich schnapp mir jetzt den Juri, der hinter der Kamera steht und seine Beine zusammenhält. Und wir fahren zu Burger King. Und bestellen mal. Und zwar haben wir Nacho Chili Cheese Nuggets. Also das sind nicht diese normalen Chili Cheese Nuggets, sondern Nacho. So, hä, was ist denn, also kann ich mir irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Guacamole Burger. Guacamole Bacon King. Ist da irgendwie mexikanische Woche oder so? Weiß ich auch nicht. Hot Cinnamon Brownie. Naja, und so weiter. Also, warte mal, war es das schon? Nee, das glaube ich nicht. Was ist? Nee, sag doch was. Und ja, ist jetzt gut. Jetzt hat Juri den Ball. Mach doch das Video nochmal weiter. Ja, das kann ich aber nicht, wenn du den Arm da oben. Ich hab den nur auf dem Kopf. Ja, du wirfst mich gleich eh ab. Und dann haben wir noch einen anderen Guacamole Burger. Das bestellen wir jetzt mal. Und dann fahren wir, würde ich mal sagen, direkt los, oder? Nein! Boah, war das schlecht, Alter. Ja, ist gut, du brauchst nicht filmen. Leute, Juri hat gerade schon gesagt, wir suchen uns echt immer die dümmsten Zeiten aus. Wir haben 14 Uhr, da ist dieser Burger King, wo wir einfach nur kurz hin wollen. Normalerweise fährt man da von mir aus zu Hause maximal 5 Minuten hin. Jetzt stehen wir schon wieder hier im Stau, seit 10 Minuten oder so, weil da vorne eine Baustelle ist. Also das sind immer so Sachen, die kann man natürlich nicht mit einplanen. Ich melde mich dann, wir sehen uns gleich. Warum grinst du? Ich habe aus Versehen voll lang rangezoomt. Ich bin auf diese Taste gekommen und dann war es die ganze Zeit voll an deinem Gesicht. So, angekommen. Bitte. Hi, ich hätte gerne einmal die Nacho Chili Cheese Nuggets. Vierer. Dann diesen Hot Cinnamon Brownie. Nochmal. Hot Cinnamon Brownie. Ach, dieses Zimtding, ja. Ja, genau. Und dann den Guacamole Bacon Burger. Einzeln, Menü. Einzeln? Den Hot Brownie mit Eis? Nee, ohne. Und Guacamole Chicken. Das wär's. Hat er jetzt Chili Cheese Nuggets verstanden oder Nacho Chili Cheese? Ja, ich will jetzt nicht zu viele Burger bestellen, weil ich bin eigentlich nicht so der Fan hier. Leute, das kostet fast 18 Euro für 2 Burger, diese Chili Nacho Cheese Dinger und ein Muffin oder so. Bin ich hier bei Premium Burger King oder wie? Stunden später. Danke. Danke. Ciao. Junge, wir haben den ganzen Betrieb aufgehalten. Ehrlich, ich glaube, diese Burger, ich glaube, diese Guacamole Edition bestellen nicht so viele. Ja, Leute, wir sind jetzt endlich mal raus aus diesem Drive. Das hat ewig gedauert. Wie, habe ich jetzt eine Quittung dabei? Ich habe ohne Spaß 18 Euro bezahlt. Da sind ja auch nur die Burger drin, oder? Das heißt, ein Burger kostet ja. Oder der hat mich abgezogen. Oder hat dich abgezogen. Hä, es kann doch nicht sein, also schreibt das mal in die Kommentare. Das kann doch nicht sein, ein Burger müsste 6 Euro kosten, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Oder meinst du, er hat mich echt abgezogen? Weiß nicht. Ich hätte jetzt so mit so 12 oder so, aber doch nicht 18. Jo. Also Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich muss aber sagen, ich wundere mich immer noch, weil, also 18 Euro ist für mich für sowas jetzt brutal viel und der hat mir auch keine Quittung gegeben und hier ist auch keine Quittung drin. Also ich bin der festen Überzeugung, da ist was im Busch. Das ist eine Einspielung, die Trovatos. Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Ich gucke jetzt bei dieser Burger King bestellen App, wie teuer das ist. Nicht mit mir, nicht mit mir. Hashtag Allmann Alex in die Kommentare. Heute ist auch wieder ein Clown gefrühstückt, ne? Ja. Es passt. Guacamole Bacon King. 7 Euro für einen Burger? Was ist, also,
Das ist ja wie, als wenn ich hier zu einem guten Burgerladen gehe. Naja, gut, akzeptiere ich. Dann wurde ich anscheinend doch nicht übers Ohr gehauen. Also, wir haben hier, erstmal, habe ich noch nie probiert. Guck mal hier. Das sieht ja aus wie eine Muschel oder so. Was ist das? Zimt, oder? Ein Zimt-Brownie oder so. Ja, der ist neu auf jeden Fall. Warte, ach nee, den mache ich am Schluss, mache ich den, oder? Oder was würdest du sagen? Ja, als Nachtisch, ne? Als Nachtisch, genau. Ja, aber... Dann haben wir hier keine Chili-Cheese-Nuggets, sondern Nacho-Chili-Cheese-Nuggets. Also wahrscheinlich sind da noch Nachos drin oder so. Boah, die will ich als erstes probieren. Und dann haben wir hier... Alter, Digga, was sind das denn für Burger? Junge, das sind ja riesige Burger. Und das Ding ist, ich hasse diese fetten Burger, so von McDonald's oder Burger King. Irgendwie finde ich die so, solche fetten Dinger viel zu viel. Danach fühlt man sich auch immer eklig. Ekelhaft, ja richtig. Also ich habe den letzten Big Mac, den ich gegessen habe, das ist schon 3 Jahre her. Naja gut. Nur ich gebe dem Ganzen natürlich eine Chance, weil da ist Guacamole drauf. Guacamole auf dem Burger. Habe ich auch noch nie gehört. Fangen wir hiermit an. Chili Cheese Nuggets, kennt ihr ja wahrscheinlich, habe ich früher sehr viele gegessen. Aber irgendwann waren es dann zu viele, dann habe ich die, ich mag die nicht mehr so gerne, weißt du? Das schmeckt so, wie wenn du im Kino Nachos mit Käsedip isst und die schon ein bisschen länger da rumstehen. So schmeckt es. Klingt ja super. Sieht jetzt auch nicht so lecker aus, oder? Geht. Nuggets mit Süß-Sauer-Soße drin, das wäre mal eine Idee, ne? Ja, nur Süß-Sauer-Soße. Ja, so in den Nuggets so ein Süß-Sauer-Kern. Na gut, aber ist so unnötig, oder? Ja, da muss man nicht immer in die Süß-Sauer-Soße reindippen. Aber dann ist die Süß-Sauer-Soße wahrscheinlich auch ziemlich warm immer. Naja, feiere ich irgendwie überhaupt nicht. Also, müsste ich da jetzt Punkte verteilen, wäre es so eine 3 von 10. Aber muss ich ja zum Glück nicht. Und jetzt haben wir hier diese fetten Burger. Boah, ja. What the fuck? Oh, lieblich zusammengestellt. Und wo ist da jetzt... Ach, guck mal, und hier ist jetzt einfach Guacamole drauf geklatscht. Ich muss sagen, sieht auch gar nicht so schlecht aus, oder? Ich probiere das jetzt mal. Und dann sage ich, ob es mir schmeckt. Oder halt gegebenenfalls auch nicht. Junge, ist das ein Riesenburger. Wer isst denn sowas? Ja. Also ich muss sagen, ich probiere ja manchmal bei Marie zum Beispiel so Guacamole, ne? Weil die isst immer so Guacamole-Toast mit Tomaten. Und das schmeckt wirklich frisch echt gut. Aber das schmeckt... wie Klo oder so. Also ganz komisch. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Aber diese Guacamole, die da drauf ist... Also ich habe noch nie schlechtere Guacamole gegessen. Sorry. Guck mal, das Chicken hier sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Vielleicht ist das ja bei den Beef-Dingen besser. Okay, Leute, machen wir weiter. Als nächstes haben wir dann Guacamole Bacon King, hieß der, glaube ich. Also wieder so ein fettes Gerät für 7 Euro. Das ist der Beef. Bacon hast du nicht. Hä? Das ist Beef. Du hast kein Bacon geholt. Ich hab doch Bacon gesagt. Du hast Beef geholt, ich hab Bacon gesagt, du hast den vergessen. Oh nein, ich wollte mit Bacon haben. Ich hab dir den noch gesagt, Digga, du hast noch einen vergessen. Und dann den Guacamole Bacon Burger. Einzeln. Hast du ignoriert? Ja, ich dachte, weil ich den schon hab. Okay, als nächstes haben wir hier den Guacamole Beef. Boah, ich weiß nicht, bei dem Chicken Ding ging es irgendwie noch so halbwegs, aber findest du, das sieht lecker aus? Ich finde, der sieht irgendwie leckerer aus als der andere so. Echt? Boah, ich weiß nicht. Ich kann euch wirklich nur raten, für 7 Euro, geht mal, kommt gerne nach Köln, sagt mir Bescheid, ich hole euch ab und dann gehen wir mal zu einem richtig vernünftigen, guten Burgerladen, wo man denn, da esst ihr den besten Burger eures Lebens. Ja, ist doch so. Also... Bitte, 7 Euro ist das nicht wert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu voreingenommen. Guck mal, hier unten ist sogar so Fleischreste dran. Guck mal hier. Siehst du das? Ja. Nee, aber denkst du dir manchmal auch so, das Auge isst mit? Voll. So. Voll. In jedem normalen Burgerladen, auch wenn die schlechter schmecken, bekommst du einen schöner, gemachteren Burger. Ja, also ich will das nicht essen, ich kann das nicht essen. An alle, die jetzt denken, Alex, heul mal nicht so rum. Ich habe bis jetzt bei noch keinem neue Fastfood-Trends-Video rumgeheult, aber... Gebt euch das mal. Das ist doch nicht... Das, also, und dann auch noch hier unten drin. Boah, sorry. Da bin ich raus. Tut mir leid. Aber wir haben ja zum Glück noch den Brownie, der auch aussieht halt wie eine Muschel, die irgendwie gerade ejakuliert ist. Aber riechen tut er gut. Sind und, da auch Fleischreste? Nee, da sind keine Fleischreste drin. Das Beste kommt, kennt man ja so gut, immer zum Schluss. Und boah, guck mal hier. Ja gut, das sieht jetzt geil aus, ne? Mit so ein bisschen Füllung hier dran. Sieht man das? Das sieht noch mehr nach Ejakulat aus. Echt? Okay. Hm, schmeckt sehr nach Weihnachten. Boah, der ist richtig lecker. Also, ja. Also ein bisschen was holt der auf jeden Fall jetzt wieder raus. Nicht zu viel. Nur man muss ja auch sagen, das ist ein Ding, das wird einfach so geliefert und die müssen es nur aufwärmen. Ne? Bei dem Burger muss man ja noch ein bisschen selber was machen.
zusammenstapeln. Und das war wirklich heute von den Burgern her, die da neu sind mit Guacamole drauf. Kann ich euch nicht empfehlen. Also mein Geschmack trifft es gar nicht. Eklig zusammengepatscht, total lieblos. Ich meine, klar, ich habe da jetzt auch nicht die höchsten Anforderungen, aber ich habe es selten so schlecht erlebt. Und ich habe schon viele Videos in diesem Themenbereich gedreht, sagen wir mal so. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht ist das jetzt das erste Video, wo ich dann in den Kommentaren lese. Normalerweise steht immer in den Kommentaren, danke Alex, wegen dir habe ich jetzt Hunger. Vielleicht steht heute mal drin, danke Alex, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Kann ja sein. Naja, gut. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen um 19 Uhr wieder. Gibt es ein neues Video. Juri und ich drehen jetzt gleich noch ein weiteres Video. Wir testen jetzt gleich einen Schuh. Der ist unzerstörbar. Ein Sneaker. Ja? Da kannst du so über Nägel gehen und so und über Feuer. Machen wir das? Ja, und wir hydrodippen Maries Auto. Und Maries Auto wird gehydrodippt. Ja, Leute, das war's. Daumen nach oben, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.